Willkommen, meine lieben Zelda-Fans, zu einer weiteren Folge Zelda Breath of the Wild. So, in der letzten Folge haben wir diese Halbinsel hier erkundet und hier einen Schrein gefunden, in dem wir hier die Kugel transportieren mussten, den ganzen langen Weg entlang, im Kreis rum, bis zu dass der Schrein hier auftaucht. Des Weiteren haben wir zwei, drei Krogs gefunden. Ein Krog habe ich sogar nicht finden können, weil ich da zu langsam, irgendwie brauche ich da eine gewisse Kraft oder ich muss schneller klettern können. Keine Ahnung. Und des Weiteren haben wir unsere nächste große Fee hier entdeckt. Ja, da würde ich sagen, nach nur einem klitzekleinen Intro geht es hier auch gleich mit der Erkundung Akalas weiter. So, wir waren stehen geblieben bei der, jault mich doch nicht immer gleich an, bei der Erkundung Akalas. Ich würde sagen, ich gehe hier noch ein Stückchen südlich, wir erkunden das hier, was wir hier noch nicht, wo wir noch nicht waren. Und dann hätte ich mal so richtig Bock drauf, hier rüber zu gehen, auf diese vier Inseln. Und mal schauen, was uns dort erwartet. Okay, die Wölfe sind aggressiv. Kommst du her? Kommst du her? Luxuswild. Das Luxuswild übrigens können wir ja auf irgendeiner Stelle, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich glaube, das war irgendwo hier ziemlich weit hinten links, konnten wir irgendwo das Luxuswild gegen Rubine eintauschen, gegen 100 Rubine. Bei irgendeinem konnte ich das auf jeden Fall mal verkaufen. Ja, nichtsdestotrotz, weiter im Text. Oh, da ist ein weißer und ein blauer Moblin. Ach nee, ich wollte gar nicht runterfallen. So, komm mal her, mein Guter. Och, Mann. Ja, komm. Kriege ich da drei Pfeile wieder, wenn ich das jetzt aufsammle? Nee, krieg nur einen wieder. Oder gar keinen. Wo sind die Pfeile hingeflogen? Die beachten mich gar nicht. Ja, dann ist halt so. Würde ich sagen, gehen wir einfach weiter runter. Und dass wir das hier erstmal abschließen können. Was heißt abschließen? Aber die Erkundung dieses Gebiets mal grob abschließen können. Und ich mich jetzt langsam irgendwie, so langsam müsste ich mich mal wieder auf den Weg zu einem nächsten Titan machen. Nicht nur wegen einem Herzcontainer mehr, was ja schon viel bringt. Sondern auch wegen... Oh, hier ist noch ein Bulle. Ja gut, der ist weg. Edelwelt, zweimal. Alles klar. Es ist ein Schrein in der Nähe. In die Richtung ist ein Schrein in der Nähe. Okay. Hm. Dann werden wir diesen Schrein natürlich gleich machen. Es sei denn, ich finde ihn auch. So, nächste Bulle gehört mir. Und es gibt nochmal Edelwild. Manchmal droppen die auch Luxuswild. Dächtig zumindest. Also genauso wie die Wölfe, die droppen überwiegend Edelwild. Aber des Öfteren auch Luxuswild. Dann nehmen wir noch diese Schleichglöckchen hier mit. Hier, glaube ich, müsste irgendwo ein Krog sein. Zumindest laut meiner Karte müsste hier ein Krog sein. Okay, hier ist er. Aber ich werde gerade von Gegnern verfolgt, die mir nicht gefallen. Obwohl, mit dem Holzkeil hätte ich auch auf die Flederfleißer draufschlagen können. Ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert wäre. Ja, nee, ist klar, ne? Also noch döver geht's nicht, oder? Wie viele Pfeile soll ich denn hier verschwenden? Und vor allem, so weit weg sind die. Also der ist voll übertrieben schnell. Da muss ich mir Ausschau... Vor allem, ich habe gar keinen weiteren Bogen, der jetzt weiter schießen kann. Hm, Waldbogen zerbricht gleich, na schön. Irgendwann kommt er ja wieder an dieselbe Stelle, ne? Hier, das reicht gar nicht bis dahin. Da brauche ich einen schnelleren Bogen. Also einen Bogen, mit dem ich weiter schießen kann. Und ich habe jetzt definitiv keinen. Nee, da brauche ich diesen komischen Ishin-Bogen oder wie der hieß. Oder vielleicht noch einen. Das reicht nie und nimmer bis dahin mit dem Bogen. Nee. Okay, muss ich mir markieren die Stelle. Mal wieder ein Krog, an den ich nicht rankomme. Schön. Solche soll es natürlich auch geben. Dass man die Crocs nicht rankommt. Aber okay. Das ist schon komisch, dass die Bäume hier, diese drei Bäume sind irgendwie extrem hoch. Als wenn da vielleicht auch ein Croc wäre. Man könnte es ja mal ausprobieren. Man sollte vielleicht auch mal den Helm umtun, also den Kletterhelm. Das ist bis jetzt noch das Einzige, was ich habe.
Da ist er doch. Da. Ach, Mensch, ausrüsten. So, damit geht das noch etwas schneller. Ich frage mich, wieso hier immer noch Kampfmusik ist. Ich werde doch gar nicht irgendwie von Monstern verfolgt, oder? Nö, nicht, dass ich wüsste. Ja, natürlich. Und es fängt an mit Regnen. Na klar. Hm, okay. Ah, eine Höhle. Eine Höhle. Gibt es noch ein bisschen Erz? Aber das ist nur ein stinknormaler Erzbrocken. Naja, macht nichts. Nehmen wir trotzdem mit. Steinsalz, yay. Naja, was erwarte ich denn von normalen Erzbrocken? Da kann man ja nicht viel erwarten. Es ist immer noch diese Kampfmusik. Komisch. Hm. Ja, nehmen wir die Pilz und die Eichel noch mit. So, und dann schauen wir uns mal an, wo hier der Schrein sein sollte. Ja, Sportexcel, ganz ruhig vorbeisprinten. Was ist das hier? Hier sind Aufwinde. Falls ich runterfalle, oder was? Wo war denn jetzt der da ist... In die Richtung ist der Schrein. Da schlägt es am meisten aus. Ist der jetzt unten oder ist der oben? Hier geht es aber ziemlich weit runter. Das ist nicht schön. Habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen, so weit runter zu fallen. So wie das aussieht, komme ich da ja durch die Aufwinde auch wieder hoch, aber... Ich sehe jetzt nicht, dass es da unten irgendwas gibt. Oder? Ne, ich sehe bloß ein paar Enten. Ich frage mich, warum die Musik nicht weggeht. Ich werde doch... Ist das hier ein Bug? Weil hier sind auch noch Felsen. Wofür sind die Felsen da? Jetzt ist die Musik endlich weg. Wozu sind die Felsen da? Ist da... Oh, da ist eine brüchige Wand. Na, Halleluja. Dahinter leuchtet was. Da blinzelt doch nicht etwa ein Schrein durch. Herrlich. Ja, wie soll ich da jetzt rankommen an diese Wand? Das sollen sie mir jetzt mal verraten. Was bringt das, wenn ich die Felsen runterschubse? Gar nichts. Das bringt mir 0 Punkte, oder? Ah, Link, du bist nicht stark genug. Mann. Ja, doch, jetzt mit ein bisschen Anlauf geht's. Aber was soll mir das bringen? Ach, hallo. Ja. Oh, der Stein ist unten. Okay. Mit Bombenfallen könnte ich das... das verstehe ich aber manchmal echt nicht. Warum zum Teufel hat jetzt der Bombenfall nicht funktioniert? Verstehe ich nicht. Na toll, jetzt bin ich hier mitten im Wasser, meine Ausdauer ist gleich alle. Ja, macht nichts, da tauche ich oben wieder auf. Ich glaube, wenn man ertrinkt, da passiert ja gar nichts. Verliert man höchstens ein Herz, ja. Wieso funktionieren manche Bombenpfeile nicht? Das verstehe ich nicht. Oder ist es, weil es regnet? Ja, da leuchtet doch gar nicht. Seht ihr das? Der Bombenpfeil. Normalerweise muss der brennen. Hm. Oder liegt das an dem Bogen? Nee. Also an dem Bogen liegt es auch nicht. So wie der Elektropfeil. Da muss auf jeden Fall irgendwas von sich geben. Das gibt's doch gar nicht. Sind die Bombenpfeile verbuggt? Oder funktionieren die nur nicht bei Regen? Okay, ich sehe da auf jeden Fall einen seltenen Erzbrocken. Den würde ich mir gerne mitnehmen. Ich glaube, dazu nutzen wir diese Aufwinde hier. Jawohl, das funktioniert ganz gut. Hui, das sind nur Metallblöcke. Wozu ist das hier? Obwohl, habe ich nicht einen Hammer einstecken? Ja, ich habe einen Hammer einstecken. Nehmen wir doch lieber den Hammer. Ach, hier liegt auch noch ein Hammer. Ne, ist ja mal geil. Und hier auch noch ein Hammer. Hä? Hey. Und da auch noch ein Hammer. Und da auch ein Hammer. Was ist denn hier los? Sind wir hier bei den Hammer Brothers oder was? Nee, oder? Was? Wozu sind aber die ganzen Hämmer da? Ja, das müsst ihr mir jetzt mal verraten. Schieße ich die da rüber? Aber es geht auch mit Bombenpfeilen. Ich kann auch die Wand mit Bombenpfeilen sprengen. Aber gut, wahrscheinlich, wenn man keine Bombenpfeile hat,
Sollte man scheinbar die Felsen da rüber schießen und mit den Felsen dann die Bomben da hinten eindreschen, kann das sein? Okay, da werden wir das natürlich nur tun. Spielen wir halt ein bisschen Golf. Nicht umsonst sind so viele Hämmer da. Golfen. Reicht das schon? Jo. Oh, oh, oh. Da hätte ich den Felsen doch nicht runterschubsen sollen. Ey, wo ist denn der Felsen hin? Der ist weg. Das ist aber Wahnsinn, wie viele Hämmer da sind. Einen machen wir noch. Und dann? Verschwindet er wieder, oder? Na klasse. Nee, aber wozu? Wozu so viele Felsen? Sind hier noch irgendwo Bombenwände? Oder ist da unten noch eine Bombenwand? Wartet mal, die Sache muss ich jetzt mal abchecken. Ach nee, das ist bloß so eine Erhöhung. So Vorsprung. Das gibt's doch gar nicht. Es ist bloß diese eine Bombenwand da drüben. Das war's. Aber wozu so viele Hämmer? Man kann es auch mit Bombenpfeilen lösen oder funktionieren hier unten die Bombenpfeile nicht? Das kann ich mir aber nicht vorstellen, um Gottes Willen. Vor allem gibt es ja auch noch Magnetblöcke. Aber wozu Magnetblöcke? Hm. Okay, da schieße ich jetzt einfach noch einen Pfeil darüber. Pfeil sage ich schon. Ich schieße jetzt noch einen Stein darüber. Vor allem habe ich den nicht gerade eben weggeschossen. Ich habe dich doch gerade weggeschossen. Willst du mich jetzt veräppeln? Schießen wir dich halt nochmal rüber. Einmal noch. Und das reicht. Dann ist er auf jeden Fall drüben. Oh. Er bleibt... Nee, er verschwindet auch wieder. Das verstehe ich jetzt aber überhaupt nicht. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wozu sind so viele Felsen da? Ich kann mir das nicht erklären. Ich nehme einen neuen Hammer mit. Habe ich noch irgendwas zum Wegschmeißen? Wir nehmen notfalls... Ja, das können wir auch wegschmeißen. Wir nehmen noch einen Hammer mit, falls wir den viele brauchen sollten. Aber auf jeden Fall ist das hier die Hammerstelle. Hier werde ich mir mal das Ding markieren mit einem Waffensymbol, dass hier viele Hämmer sind. Ja, nachher werde ich sowieso nicht wissen. Irgendwann mal komme ich hierher zurück und werde dann nicht wissen, warum ich hier dieses Waffensymbol markiert habe. Das weiß ich jetzt schon ganz genau. Okay, na dann nutzen wir nochmal den Aufwind und fliegen darüber. Vielleicht reicht ja dieser eine Felsen dann aus, um diese Bombenwand zu zerdreschen. Aber das ist mir jetzt ein Unding, warum da jetzt so viele Felsen vor allem hier auf dieser Seite sind. Ich bräuchte doch einfach nur rüberfliegen mit einem Bombenfall, die Wand sprengen und das war's. Das muss doch theoretisch reichen. Wozu sind hier verdammt nochmal so viele Felsen? Und vor allem Magnetfelsen. Das verstehe ich ja nicht. We'll be right back.
Jetzt muss es aber klappen. 1, 2, 3, 4. Jetzt liegt er ja etwas näher dran, ne? Okay, wir brauchen doch 5 Schläge. Alles klar, 5 Schläge. 5 Schläge. Dim, 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 dim. Oh mein Gott, oh mein Gott. 5 Schläge, jetzt. Okay, Magnetmodul brauchen wir nicht. Stasis. 1, 2, 3, 4, 5. Wenig. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt leck mich doch am Sack. Warte. Jetzt geht's. Na klar, jetzt geht's. Jetzt leuchtet der Bombenfall mit einmal. Okay. Das ist so lächerlich. Das ist echt so lächerlich, dass das jetzt mit einmal funktioniert. Wieso hat er vorher nicht funktioniert? Das verstehe ich überhaupt nicht. Die ganze Folge damit verschwendet hier die scheiß blöde Wand hier. Ach ja. Ich will mich doch erstmal nur ausruhen. Komm, mach mal kurz eine Pause. So, wir nehmen uns noch einen Hammer mit. Weil ja einer zerbrochen ist. Hier, den schmeiße ich auch weg. Hoffentlich hebe ich den nicht gleich wieder auf. Das war ein neuer. Da bei dem bin ich mir nicht sicher. Und hier irgendwo noch ein neuer. Ja, den nehmen wir noch mit. So, jetzt nutzen wir den Aufwind und fliegen da hoffentlich bis rüber. Oh, ja, komm. Ey, du bist doch... Link, du bist so ein Trottel. So, jetzt nochmal. Ja, ein bisschen mehr, bitte. Okay, das könnte reichen. Oh, das reicht sowas von. Wenig. Da oben liegen auch noch Steine. Hier liegen überall Steine. Na bitte. Ey, war das eine schwere Geburt. Ah, wieso? Wieso die Felsen? Na gut, die sind dafür da, falls man wirklich nicht an einen einzigen Bombenfall rangekommen ist. Wahrscheinlich deswegen, ich weiß es nicht. Hyrule-Handbuch. Fotos von Tieren, Gegnermaterialien, Waffen und Schätzen werden im Hyrule-Handbuch archiviert. Ja, das weiß ich auch. Oh Mann. Kraftprobe Mittel. Ui. Den Hammer brauchen wir dazu nicht, würde ich sagen. Wir nehmen einfach einen Königs-Zweihänder. Oh, wir speichern lieber ab. Wir speichern lieber sowas von ab. Weil Mittel, das ist schon, denke ich mal, eine kleine Hausnummer schwerer. Und wir müssen ein Foto von ihm machen. Wenn ich das noch nicht habe. Hab ich dich schon? Ja, doch, hab ich. Oh, der hat aber auch komische Tricks auf Lager, ne? Was? Jetzt willst du drehen? Na komm. Jetzt bist du betäubt. Oh, ich hab da nach hinten. Ich wollte nicht zur Seite. Ich wollte nach hinten springen. Blöde Steuerung hier. Kriege ich ja noch Ausraster. So, wartet. Wir nehmen die Kraftmedizin. Ja. Hauptsache Herzen. Füll's auf. Das ist so eine Stechattacke. Okay, die Stechattacke kann man nur zur Seite ausweichen. Okay, wieso nehme ich eigentlich nicht das Stasis-Modul? Müsste ich mal öfter benutzen in den Kampf. So. Jawohl. Komm her. Hilft das hier? Wow, ist das der Hammer! Habt ihr das gesehen? Ey, das Stasis-Modul war übelst imbar. Aber so richtig imbar. Hammerhart. Kurz anhalten, rumwirbeln. Wächterschwert plus. Verbesserte Form des Wächterschwerts. Die Klinge ist widerstandsfähig und noch schärfer als die des Vorgängermodells. Yes. Okay, machen wir schnell ein Foto noch davon. Das habe ich, glaube ich, noch nicht.
Ja, komm her. Wächterschwert plus. Da ist es. Und wir haben den nächsten Schrein in der Tasche. Okay, dann werfe ich mal lieber doch einen Hammer noch weg. Brauchen wir ja nicht so viele. Was werfen wir noch weg? Die Keule habe ich schon ein paar Mal vergewaltigt, glaube ich. Die kann auch weg. Obwohl, die Wächterachs, was hat die an Damage? 45, ja doch, 45 behalte ich. Die andere hat zwar mehr, war aber auch schon gebraucht. Ja, wobei, noch irgendwas zum Wegschmeißen? Ein Bumerang? Nee, ist eigentlich relativ. Das könnte ich eigentlich wegschmeißen für... Nee, ist mir irgendwie zu schade, ich weiß auch nicht. Hier habe ich doch noch einen Erzbohrer. Okay, wir schmeißen den Hammer weg. Den da. Jetzt habe ich die extra mitgenommen. Aber falls wir dann irgendwo wieder einen Felsen schlagen müssen, der ja dann weit fliegen soll, dann haben wir schon wieder keinen Hammer mehr einstecken. Das ist dann blöd. Sehr, sehr blöd. Und was es gibt, Schirnis hier? Saphir, ein wertvoller Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Bla bla bla. Das war ja nichts gerade Besonderes. Da ist die Bewährung hier das Schönste, was es hier gibt. Also immer ran damit. So, da haben wir doch schon so gut wie alles hier erkundet, denke ich mal. Schrein haben wir. Und wir können uns langsam mal auf die vier Inseln dann darüber rüber bewegen. Na komm. Anwendungstipps für Waffen. Hölzerne Waffen kannst du anzünden und als Fackel verwenden. Wenn du mit metallenen Waffen auf Feuersteine oder Erz schlägst, entstehen Funken, die Brände auslösen können. Blöde Bombenwand hier, ey. Sag doch, Bombenpfeil. Das must have hier. So, wir gucken bloß nochmal kurz runter hier. Nicht, dass wir irgendwie doch noch irgendwas verpasst haben. Aber sonst war es das dann, glaube ich, hier schon. Ach, seht ihr, was ich immer wieder vergesse? Ja, genau das vergesse ich immer wieder. Nach Gegenständen Wasser zu... Wow, bist du das? Wahnsinn! Komm her. Du Zappelvieh, ey. Mensch, wechsel doch die Waffe. Ich wollte die Waffe wechseln. Ach, komm. Jetzt machen wir euch doch so. Manchmal, da könnte ich der Steuerung so richtig eins überbraten. Es liegt nicht an mir, nein. Überhaupt nicht. So, jetzt ziehen wir noch die Kiste hier aus dem Wasser. Wo ist er? Ich komme nicht ran. Doch, jetzt. Komm her, meine Gute. Komm her. Da ist die Kiste, ja, da ist die Kiste. Elektropfeile, 10 Stück. Na gut, hätte man verpassen können, aber ja, 10 Pfeile sind 10 Pfeile. Was soll der Geiz? Und haben wir doch eigentlich alles hier? So viel gibt es ja gar nicht mehr, oder? So viel gibt es hier ja gar nicht mehr. Ne, da bis da unten war ich, glaube ich, schon mal. Aber wir können ja gerne nochmal hingucken. Fliege ich jetzt überhaupt richtig? Ja, ich fliege richtig. Ach, so viele. Wahrscheinlich sind die Blöcke echt zur Ablenkung da. Weil Bombenpfeil hat man doch. Im Normalfall hat man fast immer einen Bombenpfeil. Ich meine, okay, ja, das sind die seltensten Pfeile nach antiken Pfeil. Aber den einen oder anderen hebt man sich da auf für solche Situationen. Nein, ich versuche es wirklich mit diesen blöden Kugeln darüber zu golfen. Nee, ich denke, das war's hier. Also weiter geht's hier nicht mehr. Ich sehe auch auf meiner interaktiven Karte keinen Krog mehr hier. Krogs habe ich ja schon. Ja, was heißt, habe ich schon? Wobei den Wasserfall hier... Nee, da kommen wir ja... Talteilgipfel wieder raus. Talteilgipfel war ich auch noch gar nicht, ne? Aber der Plan war ja erst einmal hier auf diese Inseln. Wobei... Die sind ja wirklich nicht gerade ohne. Da waren fliegende Wächter zu sehen. Schwimmen wir erstmal hier hoch. Ich entscheide, wie oft ich mich hier umentscheide. Das ist der Hammer. Das ist einfach nur der Hammer. Wie oft ich mich umentscheide und doch nicht das Wasser mache, was eigentlich geplant war. Das sind noch ein Haufen Fische. So, da holen wir mal die Angel raus. Wenigstens ein paar erwischt. Schwertkorb. Das ist ein Maxi-Barsche. Maxi-Barsche sind immer gut. Wo sind die anderen?
Komm her. Kommst du? Ja. Nein, der Mistkribbel ist weg. Ah, da ist er, da ist er. Okay, warten wir noch kurz, warten wir noch kurz. Ich glaube, mit Bomben ist bis jetzt so die beste Methode, Fische zu fangen. Weiß es nicht. Da spuckt mich dann schon wieder an. Maxi-Barsch, jawohl, Maxi-Barsch ist nämlich immer gut. Alles, was Maxi ist, ist gut. So, dann schwirren wir doch mal hier hoch und gucken uns mal kurz hier dieses Tal, Tal, bla 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 hier mal kurz an. Weil hier war ich auch noch nicht. Ich kam zwar schon von den Zoras, aber... Oh, ein Loch. Ein Loch, wo ein Felsen rein muss. Wo ist der Felsen? Ah, da ist der Felsen. Da ist ja der Felsen. So, kriege ich den jetzt hier rüber? Natürlich nicht. Ah, ist leider ein Stück zu weit weg. Ist das doof? Kann ich hier schon stehen? Ja. So, das müsste doch reichen, oder? Nein, reicht immer noch nicht. Gibt's doch gar nicht. Aber jetzt reicht's. Mir reicht's schon lange. So, rüber mit dir. Hoffentlich ist es auch der richtige Felsen. Hey, du sollst da rein. Nicht hier raus. Wunderbar. Ein Krokki haben wir schon mal. Ich sehe hier noch zwei weitere Krocks auf dieser Map. Ja, ach nee, nee, nee. Oder doch? Doch, 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 doch. Hier müssen noch... Hier ein Krok ist hier irgendwo noch. Noch einer. Müssen wir mal kurz hier hochgucken. Und zwar... Nee. Das Eisgebirge, das sieht doch noch heftig aus. Müssen wir auf jeden Fall auch mal irgendwann erkunden. Hier ist nochmal ein Wasserfall von der anderen Seite. Ja, von beiden Seiten ist hier ein Wasserfall. Östlicher Stausee, da war ich zum Beispiel auch noch nicht. Spindelbucht, das ist so viele Orte, du kannst ja gar nicht so schnell alles erkunden, wie man es gerne hätte. Da ist ein Krok, oder ist das, was ist denn das für ein Baum? Nee, doch, 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 das ist ein Krok. Das ist ein Krok. Wo ist die Pflanze hin? Da. Das ist dann quasi der zweite Krok, den ich hier sehe. Ja, da hinten. Eine Stille hier, herrlich. Und da oben. Und ich denke mal, ja, hier ist die letzte Blume, die weiße Blume. Ah, da im Hintergrund ist der Elefant. Varuta. Da oben ist das Donnerhorn. Da waren wir auf jeden Fall schon. Da ist ja unser Leune. Unser erster Leune ist da. Ansonsten war es das hier, glaube ich, ne? Ja, diese zwei Krogs. Können wir bloß noch weiter runter gucken. Aber ansonsten war es das hier, denke ich. Der nächste Krok ist erst ziemlich weit unten. Auf jeden Fall unterm Wasserfall. Hm. Hier ist ja dann das Zora. Nee, ist noch nicht das Zora. Ach, das ist der östliche Staudamm, ja. Ui, war nicht so hastig hier, Link. Das ist der östliche Staudamm. Hm. Gibt's hier noch was Schönes? Nee, scheinbar nicht. Ich muss mal kurz gucken, wo hier mein Krok ist. Aber ich glaube... da war noch ziemlich weit... Hä, wo ist denn der? Warte mal, da ist der kleine See. Also ist der Krok ziemlich weit... hier unten. Ja, hier unten scheint der Krok zu sein, genau. Alles klar. Da ist unser Krokki. So. Aber nur ist die Frage, wo? Auf einem Baum oder ist da ein Stein? Ja, das ist die Frage. Okay, und wie das hier, das Ganze hier ausgeht, wo sich dieser Krok nun versteckt, das seht ihr dann in einer weiteren Folge mit Holy Mooney von Borgers.
Ich will nicht, nee, oder? Ach komm, ich probier's. Wir hauen jetzt einfach mal ein paar Pilze in die Pfanne. Dubiose Matsche, scheint nicht giftig zu sein, aber der Anblick ist nichts für zart beseitete. Kritisch gekocht wird, wird das Essen definitiv kritisch. Ich sehe dich. Gibt's ein paar Worte mit, mein Guter. Oh, ist das schnell. Ich habe eigentlich was anderes erwartet. Wartet mal, da oben ist ein kleines Windrädchen auf dem Kopf dieses IAs. Ah, ich muss hundertprozentig diesen Stein da in diesen Steinkreis reinschmeißen, ja. Nein, das ist doch nicht des Rätsels Lösung. Ist doch easy. Jawohl. Was sagt's denn? Stil ist das Ende von Besen. Komm, Oma oder Opa, was auch immer du dahinter bist. Aber 150 Rubine. Ja, siehst du dich noch? So war das jetzt nicht geplant. Nee, ich kauf dir nichts ab. Kann ich vergessen? Nein, brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren. Ah ja, du willst dich hier verstecken, ja? Du willst mich hier zum Narren halten? Bockstock. Hab ich Bock auf den Stock? Ja, das ist mein Pferd, das mich hier tritt, weil es Angst vor Fledermäusen hat. Sag mal, du blöder Gaul. Oh, das kriegt mich einfach weg. Sie mag mich. Eichelartiges Geschick, alter Mensch. Ja, genau das war der Plan. Und es klappt sogar. Seht euch nur mein Werk an. Ich habe Feuer gemacht. Oh, schön. Jetzt machen wir noch ein paar Steaks hier. Herrlich. Oh. Danke, Zelda. Danke. Game over. Verabschiede ich mich mit einem donnernden Applaus. Und wir sehen uns in einer weiteren mit Holy Moly von Barocco.